Willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Heute geht's weiter mit dem Boss-Level der fünften Welt. Ein Vulkan-Level. Oh ja, es geht heiß zur Sache. Und mal schauen, wie sich das Ganze äußern wird. Wir haben 95 KP. Wer nicht weiß, wie man an das andere KP Plus kommt, der schaut den letzten Part. Da habe ich es am Ende rein zufällig gefunden. Achtung! Soll man nicht hier reinfallen? Warum nicht? Ja, und uns erwartet bestimmt wieder ein Boss. Ich habe einfach mal zwei Dings eingepackt, wo ich glaube, dass sie gegen einen Feuerboss etwas ausrichten können. Sieht auf jeden Fall bedrohlich aus hier. Wow, fantastisch. So sieht es also im Inneren eines Vulkans aus. Eigentlich ganz klar, aber hier wird es schnell ziemlich heiß. Leicht wird es sicher nicht, hier nach einem der Royal-Sticker zu suchen. Ist doch kein Problem. Hey, da ist er doch. Ein Mutant-Piranha. Kersti? Spuck's aus, mein Freund. Das darf doch nicht wahr sein. Was würde denn das, wenn es fertig ist? Ich hoffe, sie hat geschmeckt. Hat bestimmt nach Papier geschmeckt. Okay, da haben wir wieder die Fähigkeiten ohne Kersti. Nicht drüber. Okay. Tja, hier wird nicht lange gezögert. Hier sind wir ruckzuck beim Boss, deswegen... Oh, hey! Oh. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir haben doch ein bisschen... ein kleines bisschen Weg. Aber so paperisieren und so ist schon mal nicht der Fall. Zumindest... Oh, verdammt. Zumindest recht unwahrscheinlich. Jo. Epsa. Gewagte Sprünge hier. Und was ist das jetzt? So habe ich mir das vorgestellt. Okay, mein Freund, komm her und bisschen zu viel? Hallo! Oh, was ist denn das? Ein Mega-Color-Klon-Dingsbums. Sticker. Immer abwechselnd und ein Ketten und oh, da gehe ich lieber schnell drunter. Drunter weg. Ja, ganz gute Items bislang. Ich muss auch mal was... Ist hier die Tür? Ich kann nicht papierisieren. Ich kann nicht papierisieren. Ich hätte die Tür hier eingesetzt. Da ist sie. Man sieht sie wie immer kaum. Nimm halt mal den Mähhammer mit. What? Darf man fragen? Na gut. Geh ich halt zurück. Vielleicht ist er dann weg. Hey! Was wird denn das, wenn es fertig ist? Okay, ein Problem weniger. Er wird dann gleich den Kopf in die Felsplattform stecken. Ist das nicht auch was? Kann ich da nicht... Komm doch runter, du Plattform! Oder ist da nichts? Hä? Konnte ich noch ein bisschen nach rechts? Der Schein wird auch sehr skurril bislang. Yo, wow, wow. Liegt das am Gewicht des Kettenhundkopfes? Was soll ich mit dem ganzen Mähhammern? Hat das irgendeinen bestimmten Grund? Hä? Sonst hast du nicht mal alle Latten am Zaun, Tordi, oder? Krummelvulkan-Stickerladen. Ganz schön heiß, was? Du hast dir den perfekten Ort ausgesucht für die beste Kundschaft. Schöne, tolle Sticker. Ich habe leider selbst so viele, dass ich dir jetzt einen der ganz großen verkaufen werde. Freunde, mal gucken, was soll mal loswerden. Ein Mega-Color-Kühlhammer. Auerhammer. Eisensprung, Wurfhammer. Ich müsste mal Platz machen. Da seht ihr, ich habe Wasserpistole und die Quietschende mitgenommen. Boah. Color-Pickelhelm. Bringt bestimmt sehr viel. Will ich aber nicht verbraten. Da fällt die Wahl natürlich schwer. Color, Powerhammer. Wie viel bringt der denn? Vergiss es. Komm, also. Na gut, dann nimm. Vergiss es. Okay, dann nimm. So, ich sehe eine Röhre. Ja, tschö. Ups. Blaue Blume.
Guck mal einer an, da haben wir wieder Platz gemacht. Was, ein Blatt? Wo führt die uns wohl hin? Tu mich nicht negativ überraschen. Hä? Ich guck mich erstmal hier um. Merkwürdigst. Wenn wir einen Bosskampf ohne Kersti haben. Aber da hat ja Kersti verschluckt. Dann haben wir überhaupt keinen. Im Bosskampf überhaupt keinen Stickerrad. Hast du es jetzt bald mal hier mit deinen Flammen? Da kommt der nächste. Heißer Spezialist. Was ist denn das da? Und noch ein Weg. Oh, ein bisschen verzwickt hier. Eieiei, Karamba. Was bist denn du? Noch mehr von diesen komischen Blättern. Nein! Kettenhund. Kein Stickerrad ohne Kersti, das ist ja klar. Ich denke, ich kann den nicht besiegen. Kann ich den nicht einfach einschläfern? Deswegen haben wir die Mähhammer bekommen. Okay, wir probieren, was wir tun können. Der kriegt doch keinen Schaden. Der hat einen Schaden höchstens. Das verstehe, wer will. Aber vielleicht können wir vorbei, wenn er schläft. Wir fliehen eine Runde. Ich wünsche eine grusame Nacht. Sandmann, lieber Sandmann. Er macht den los. Aha. Er weiß es noch gar nicht. Die können wir verkaufen, die Blätter. Okay, überhaupt keinen Platz mehr. Dann wird er frei, wie der erste auch. Tja. Was mache ich jetzt mit dir am besten? Drei Runden. Oh, ich habe so viele. Ich habe so viele gute Sticker eigentlich. Ich kann mir nicht einfach nur das Blatt aufsetzen. Das ist doch Verschwendung. Ich kann nur nichts anderes machen. Mehammer schläft da wieder ein. Dann nutze ich halt das Glitzerblatt. Deswegen waren die Blätter auch hier. Damit eine Runde vorbeigeht. Tja. Und sonst so? Tja. Ja, normaler Glitzerhammer, was soll's. Vielleicht funktioniert sogar. Bam! Null! Geilomat. Oh Mann, noch einmal haben wir unsere Ruhe. Glitzer Powerblock. Jum! Jum! Es entlockt ihm wenigstens Tränen. Vielleicht vor Rührung. Bis wir so verzweifelt sind. Autsch! Haut uns Nummer 10 ab. Da, komm mit. Blatt, 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 Blatt. Wisst ihr, was die Blätter bringen? Jetzt wäre ich aber doch lieber zu dem Toad nochmal gegangen. Das sag ich mal ganz ehrlich. Ich komm doch wieder hoch, ne? Warte mal. Was sind wir denn hier? Da ist was. Da hätte ich dem die Glitzerblätter nämlich verkauft, weil die sind ja ein Vermögen wert. Hey, da ist eine Plattform. Irgendein seltsames Gefühl beschleicht mich hier. So ein leichtes Unbehagen. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Oder? Mach dir keine Sorgen. Blöde Gegner. Okay, von Plattform zu Plattform. Das nenne ich mal ein Auf und Ab, oder? So. Komm, fall runter. Schub. Ah, da ist ein Auerhammer, aber der haut mich jetzt nicht mehr so aus den Socken. Lass das! Ich hasse das! Da waren zwei Gänge, ne, eben. Ja, da komme ich auch nicht dran. So ohne weiteres. Aber hier. Wie sie mich letzten Endes doch erwischt hat. Mensch. Willst du eine Eisblume? Ja, du willst eine Eisblume. Ich hatte gehofft, das zieht mehr ab. Womit kann man dir nochmal auf die Rübe hauen? Ein Glitzer-Auerhammer.
Es wär's direkt gewesen. Naja, ist ja jetzt egal. Aha. Kala-Hüpf pushen. Und Glitzerblatt, wisst ihr, wie viel so ein Blatt bringt? Das bringt sau viel. Warte mal, ich will nochmal dahin, was ich gesehen habe. Bo. Bo. Okay. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja. Richtig. Ah, Kala-Feuerblume. Jetzt kriegen wir hier die dicken Items. Aber wohin führt der Weg? Okay, pass auf, da sind wir hergekommen. Mach mal eins nach dem anderen. Puh. Wir können nicht pulverisieren. Schade, Schokolade. Das ärgert voll. Jetzt musst du dran glauben. So, bam. Was haben wir denn für dich noch im Angebot? Haben wir die Glitzerhämmer. Verdammt! Warum habe ich sowas kommen sehen? Oh Mann, oh Mann. All die Hämmer, die sind ja so langsam auch wieder out. Ne? Wer will die schon noch? Diese Piranha-Pflanze zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob wir den Boss damit beeindrucken können. Nur ein Glitzersprung? Ich will jetzt noch was dazu sagen. Ach, hier geht's weiter, Mädels. Mensch. Brille aufsetzen, die nicht vorhandene. Noch ein Blatt. Vielleicht haben die auch irgendwas mit dem Boss zu tun. Ich weiß es nicht. So, ich sag, die Glitzerhämmer sind out. Was bekomme ich einen normalen Hammer? Das ist wirklich jetzt mal der Hammer schlechthin. So. Da sind wir bei dem Bowser-Sticker, den ich gesehen habe. Tschup! Aha. Und sonst? Hat das irgendwas mit den Pfählen zu tun, die ich da gesehen habe? Können wir da draufhämmern? Ich probier's. Warte, oh! Sind die sortiert nach den... Okay. Aber es ist nur ein kleiner Seriensprung. Das sind wir halt mal so. Ja, jeder zweite. Jetzt kommen zwei und dann die Blume. Der letzte ist das Wichtigste. Was im... Das tut ja fast im Herzen weh, ne? Aber wir haben einfach zu viel Zeug. Wir werfen weg den Hammer. Mehammer will ich auch nicht. Ich sei so böse. Okay. Glitzersprung, 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 Glitzersprung. Hier sind noch mehr davon. Wir haben ja Kala-Sprünge. Wir haben ja Kala-Sprünge. So. Zeig her. Zack. So, das da war ein Shy Guy. Das hier ist der Kettenhund. Und das war ein Sticker. Ja, sehr gut. Komm her. Sieht schon mal gut aus. Und du bist ein Sticker. Sogar ein ganz toller hier. Nämlich so ein typischer Color-Dingsbums. Ein großer. Mega-Color-Klonsprung. Geile Sache. Na ja gut, da müssen wir wohl den Ketten unter wieder runterhauen. Bam! Was für Methoden! Okay. Sind wir jetzt mal richtig? Tatsächlich. Das ist eine Röhre, die scheint uns zurückzuführen oder so. Copy bloß! KP, Freunde. Haben wir damit alle KP? Ich weiß nicht, wie die sechste Welt aufgebaut ist, ne? Hä? Hat aber ziemlich lang geguckt jetzt, der Kumpel. Ich konnte nicht wegdrücken. Ja, die Brücke ist eingestürzt. Machen wir keine Faxen jetzt. Mutant Piranha. Klee! Klitzi Tyrannia! Gesprächig wie eh und je.
Ja, kein Kaderat. Wir machen's wie in Mario Sunshine. Wasserpistole, los! Sag mal her. Hä? Was ist das denn? Ich pumpe, Wie? Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich kann noch nicht wirklich zielen, ich tue auch nicht wirklich ballern. Es hat aber sehr viel abgezogen, habt ihr es gesehen? Fast 100, ey. Also beziehungsweise 90, 81. Oder? 81, ja. Das ist schon mal viel wert. Dann nehme ich jetzt mal so einen Mega-Kala-Kühlhammer. Los, nimm dies! Oh. Verdammt! Wie er nix tang. Das ist unglaublich. Au. Zieht aber nur 4 ab. Er war noch durchnässt, Junge. Überleg mal. Mega-Kala-Wurfhammer. Take that. Oh, 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 oh. Nicht wirklich. Jetzt bin ich durchnässt. Bewegen unmöglich. Mach nochmal was. Ah, yeah, yeah. Das könnte schmerzen. Gut. Wenn das alles ist, was du drauf hast, dann will ich nicht so sein. Kalasprung? Kalasprung! Boah, es zieht sau wenig ab. Man muss immer bedenken, die Bosskämpfer haben natürlich ihre irren Werte da, aber naja, trotzdem. Okay, Auerhammer! Mega-Kalle, Auerhammer! Das bringt nur 17. Die Wasserpistole war schon eine gute Wahl. Hey, sein Bauchnabel! Der ist wichtig. Ich benutze jetzt mal die Quietscheente in der Hoffnung, dass sie was Cooles bringt. Aber irgendwie... Ha, hallo. Und jetzt komm, volle Kanone! 31. Naja, gut. Da will man sich nicht beschweren. Was sind das denn für knuffige Kleine? So. Er ist immer noch so da. So ein... Hey! Ich benutze mal hier den Kalle-Klonsprung. Los. Mit den Klonen. Sehr gut. Habt ihr das gesehen, was er alles ausgespuckt hat? Ein Knochentrocken, aber auch Kersti. Das ist echt übel. Das Ding hier ist echt ein fieser Gegner, aber ich habe keine Lust, nochmal gefressen zu werden. Hey du, ja, mit dir rede ich. Wie kannst du auch nur daran denken, eine Dame zu verputzen? Mario, bring dem Kerl Manieren bei. Dreh das Stickerrad und mach das Ratatouille aus dem Ding. Hey. Na gut. Dum, dum, dum. Ah, immerhin 2. Ach, was können wir noch benutzen? 61 oder noch? Hüpfpushen haben wir sau viele. Machen wir einen Glitzerhüpfpushen. Und endlos Seriensprung? Nö. Aber gegen die anderen ist er ganz gut, muss ich sagen. Den ganz großen den will ich nicht verwenden. Ich glaube, der ist richtig stylisch noch. Kalle-Eisensprung? Kalle-Sprung. Komm. Moment mal. Wollte gerade sagen, ist doch knochentrocken. Den habe ich schon ganz übersehen. Ich dachte, der wäre nur so ein bisschen da, so Deko, so. Wow! Habt ihr das gesehen? 42! Damit haben wir es! Mutant Piranha, du enttäuschst mich. Aber ich bin froh. Ha! Du hast nichts zu lachen, Kumpel. Gegen mein quietsche Entchen ist man eben machtlos. Haha! Royal Sticker! Numero 5. Sticker sind völlig ungenießbar. Los, schnappen wir uns den Royal Sticker. Das tun wir hiermit. Ja, ist das nicht geil? Außerdem haben wir Platz gemacht im Album, weil da war wirklich kein Platz mehr. Ja, sieht sehr gut aus. Wow. 5 geile Kronen. Wir sind weit, Freunde. Als einst des Krummelvulkans Zorn war erwacht, wurden von Sperrgeist ihm ein Festmahl dargebracht. Ein glitzernder Sticker erschien auch zu dem Mahl. Doch was er verschlang, das war echt nicht normal.
Willst du mir sagen, der Mutant Piranha hat alles aufgefressen, was nicht nied- und nagelfest ist? So, Seite Nummer 8. Ist doch toll. Und das haben wir. Könnte man meinen, denn die blaue Tür fehlt noch. Die will ich mir jetzt holen. Hier ist eine Röhre, die bringt einen irgendwo hin. Ich komme noch zum Sticker-Toddy. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt rauskommen. Zeig mal. So, einfach hier drin. Mhm. Wir können direkt rüber. Nach unten können wir ja gar nicht. Skurril. Wo war diese blöde Tür? So, was vergesse ich nicht, Freunde. Hallo. Welche Etage möchtest du? Weil ich jedes Mal, wenn wir draufgehen, kommen wir jetzt in eine andere. Das wär's natürlich. Aber ich glaube, hier unten sind wir falsch. Ich glaube, hier unten geht gar nichts. Jetzt ging's nach ganz oben. Ja, das ist die Täuschung. Können wir nämlich schon mal... Ah, da will ich hin. Ich will das Rad nochmal. Jungs, Jungs, Jungs. Hier mit euren Mähhammern. Perfekt. Ich wollte euch nämlich noch zeigen, was diese... Nein, nicht kaufen. Was diese Dinger bringen, diese fetten Blätter. Hier, haben wir 4 Stück davon. Eins können wir auf jeden Fall behalten, aber er bringt... Ah gut, 50, ne? Weil der bringt auch nicht mehr. Ein einzelnes normales Blatt tut einem exzellent geben und die anderen dementsprechend einfach nur ja, Handelsware. So. Okay. Jetzt gucken wir mal die Sticker an. Was haben wir denn noch übrig nach dem Fight? Der ist richtig geil, den lassen wir mal. Wir sind gut bedient, wir haben sogar affig viel Platz zu. Wenn so ein überfetter Bosskampf kommt, dann werden wir das wohl auch benötigen. Finde die Stelle. Komm mal, noch so ein wertvolles Blatt. Komm mit. Da war der eine Kettenhund. Ist okay. Warum habe ich das Gefühl, ich bin schon da vorbei? Vielleicht habe ich das Gefühl, weil ich da schon vorbei bin. Jetzt komme ich zu dem. Ja, ja. Das bringt so nur leider nichts. Ganz unten war es definitiv nicht. Es war die erste Etage. So. Beziehungsweise die erste, wo man dann jetzt hinkommt. Spannung pur. Für welches Dings reißen wir uns gerade die Beine aus? Das war sicherlich hier. Aber ich muss die Pfähle noch... Ey, Moment mal, warum hast du nicht mitgenommen, du Hanswurst? Da war die Tür. Ich hab's gesehen. Es war so klar. Wer Sticker nicht mitnimmt, der wird bestraft. So. Jede Menge Platz. Geheimtür. Super gut. Ist super, super gut. Ist super, super gut. Oh, E-Gitarre, aber was für eine rockige. Mit einem M drauf, natürlich. Das ist hier. Ganz klar. Und diesen mega, über, extrem, affig, geilen, Color-Klonsprunghammer. Den muss man nochmal mitnehmen. Den haben wir dann doppelt. Ja, geh ruhig noch eins weiter. Das führt uns schon dahin. Ja. Komm her, mein Schatz. Ja, und die Sperrgeist, die müssen leider noch so ein bisschen warten. Der nächste Retter kommt bestimmt. Ich rette erstmal nur dich. Yeah, Baby. Und damit können wir zur Karte. Freunde, einiges erreicht. Cooler Level. Cooler Boss, wenn es gefallen hat. Nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich in die sechste Welt gehe. Hoffentlich gibt es jetzt hier nichts. Nein.
Okay, Freunde. Also, nicht verpassen. Bis dann und ciao!